Doch Taubenvater Kindermann nimmt seine preisgekrönten Lieblinge in Schutz. Er bescheinigt seinem wertvollen Luftgeschwader absolute Stubenreinheit. Meine Tauben kacken da nicht drin. Meine Tauben fliegen hier rum, die fliegen kilometerweit. Und ausgerechnet, wenn sie mal kacken müssen, dann heißt es, genau, jetzt sind wir da drüber, jetzt müssen wir Köttel fallen lassen. Ne? Also ein Blödsinn. Also die Anwälte, die machen so einen Scheiß. Nachbar Musig jedoch ist sich sicher. Wieder hat eine Taube ihre Ladung ausgeklinkt. Du musst... Mach du dein Nee, der Ding ist verloren. Hör mal. Ja, pass mal auf. Da soll meine Tauben draufliegen auf dem Balkon und dann im Zimmer laufen und da im Wohnzimmer rumlaufen? Ja, sicher. Du siehst jetzt, wie sie behauptet er dann auch noch. Ja, der hat doch Bilder von gemacht. Sag mal, ich hab viele Bilder von gemacht, aber doch nicht meine Tauben. Hast du eine Taube laufen lassen, ne? Nein, deine Tauben waren ja auch gar nicht drauf. Vorgestern waren sie wieder, ne? Ach, erzähl doch nicht so eine Scheiße, da aber doch nicht meine Tauben, Kerl. Nee, deine dann können wir da tausendmal meine Tauben rauslassen und dann guckst mal nach, ob da irgendwie mal was passiert hat, eine Taube bei dir und mal. Da gehst du von mir tausendmal, wenn von mir da eine Taube drauf liegt. Ja. So was. Ja, nicht abwinken. Du musst bei der Wahrheit bleiben. Du hast geglaubt, weil er so einen Anwalt hast, der alles aufbauscht. Der aus einen flohen Elefant macht. Ja, guck mal. Ja, so einen brauchst du da. Mit Nerven ganz kaputt machen. Mit Nerven? Hast du Nerven? Nee, aber du hast du? Hast du? Hast du Nerven? Ich werde jetzt einen Attest ausstellen, dass du mich nie mehr hier wieder ansprichst. Oder nicht ansprechen darf. Hab ich auch gar kein Interesse. Du bist doch gekommen. Du bist doch angefangen zu quasseln. Hab ich dich angesprochen jetzt? Wer hat denn die Antenne da dran gemacht? Wo hast du denn da gefragt? Wo? Welche Antenne? Ja, welche Antenne? Wer hat den Draht da vorne an meinen Pfahl gemacht, den Stacheldraht? Der ganze Pfahl ist kaputt. Na, komm, hör auf, komm, fang nicht an. Ja, du hast noch. Fang nicht an. Stimmt's oder nicht? Fang das an. Konnte man's ja im Fernsehen nicht muss so er, sehen. Muss der Gerda, muss das sagen. Wieso der Gerda? Hab ich nichts mit zu tun. Ach nee. Nee, komm, hau ab, Gerd, komm, hau ab. Ja. Komm, wir legen keinen Wert darauf. Wir legen keinen Wert darauf. Du hast dich im Leben so oft gezeigt. Denk mal nur dran, wie ihr den einen das Dach da kaputt geschlagen hast mit dem Hammer. Denk da dran. Ja. Oder wo er mir mit der Kneifzange hinten im Kopf gehauen hast, damals hier, wo er ausgeschachtet hat, wo ich die Kinder da einen am Arm hatte. Denk mal dran. Ach, du bist doch bekannt wie ein bunter Hund, bist du doch, ja. Weil ich keine Angst vor dir habe. Ja, keine Angst. Da muss man beweisen. Du hast doch vorher immer alles gemacht. Stell dir mal vor, dich hat doch mein Vater da vorne gerettet. Ach, du lieber Himmel. Mein Vater hat dich gerettet. Ja. Mann, du siehst schon selten aus. Was meinst du, wie du ausgesehen hättest, wenn mein Vater nicht gekommen wäre? Ja, komm, geh ab jetzt. Komm, ist besser. Zieh ab. Sonst bist du dir näher wie deine Hose. Zieh ab. Nicht nur die Balkone ihres Mietshauses wollen die Musigs gegen Kindermanns Luftflotte verteidigen. Gleich neben dem Taubenschlag auf dem Dach hat der Musig für seine Mieter eine Loggia gebaut. Eine fragwürdige Attraktion. Der Mieter, der ist hergegangen, hat sich einen schönen Sommerschirm gekauft, Liegen gekauft, alles dahingestellt. Ja, jetzt kannst du dich schön hinlegen, ja, vom Weg. Hat die seine Freundin, die war nicht verheiratet, sich da oben mal hingelegt im Bikini, ja, bumm, drüber geflogen. Wenn so 250, 300 Stück da drüber sausen, haben die Frau vollgeschissen, auf Deutsch gesagt. Ja, und da war der Theater natürlich ganz groß, ne. Beweisfotos der verkoteten Mieterin existieren nicht. Kindermann hat einen anderen in Verdacht. Ab und zu kommt der Reiher, der unten einen Teich hat, ne? Und ein Reiher, der angelt ja gerne im Teich, ne? Und dann kommt der, setzt sich oben auf der Dachspitze, lugt da, ob da unten alles frei ist, und wenn unten keiner rumläuft, dann schießt er runter. Aber der hat, oben hat er eine Ladung kommen lassen. Da gibt er das Sprichwort, oh, der kann scheißen wie ein Reiher, ne? Da gibt er das Sprichwort. Gehen Sie bestimmt auch schon mal, ne? Ja. Und da habe ich aber gesehen, das ging bei denen so, der sitzt mit dem Hintern, sitzt da so, also in meiner Richtung, wo wir unten standen. Und da hat er im Dach eine Loggia gebaut. So eine Dach, kennen Sie so zum Sonnenbaden, ne? Da ging das, blotsch. Wenn ich eine Bouillon-Tasse gehabt hätte, die wäre voll, wenn ich da drauf gehalten hätte. Und dann heißt er, da, guck da, alles die Tauben von Kindermann. Da sind so hohe Bäume, ein Reiher. Ich habe einen Jäger gefragt, einen guten Bekannten. Ich sage, hör mal, kann das wohl sein, dass ein Reiher, sagt er, und er kennt ja auch die Situation hier, sagt er, wenn ein Reiher kommt, dann setzt er sich da oben hin und lauert, aber nicht auf ein Hausdach. Oben auf dem Dach, da sitzen, hier vom Zechenbusch, die Wildtauben. Da sitzen die Krähen und die Elstern, vor allem jetzt, wenn es warm wird, ab Mai kann man sagen, ne? Dann ist morgens um 6 Uhr schon die Antenne voll Elstern, sind 4, 5 Elstern drin. Die machen Krach, aber das interessiert mich nicht. Ich höre sowas gerne. Ja, und dann heißt das, dann, wenn die jetzt kacken, lassen jetzt den Gürtel fallen und alles, das heißt dann,
Guck mal da, den Kindermann seine Tauben. Da sind nur die Wildtauben und der Fischreiher und ich kann den Misch schon nicht mehr lesen. Und die Elstern und was noch alles für Tiere. Und die anderen, die sitzen hier nicht. Und was ist das da auf den Fotos?